Drachenboot. Warum, wieso, weshalb und wie das so groß funktioniert. Super Teamsport, wird betrieben mit 20 Leuten im Boot. Meistens auf den meisten Regatten oder offiziellen Veranstaltungen mit mindestens 6 Frauen an Bord. Dazu kommt ein Trommler und ein Steuermann oder eine Steuerfrau. Und die ganzen müssen halt im Gleichklang das Boot bewegen. Dabei hat der Trommler die wichtige Rolle, den Schlag abzunehmen und weiterzugeben, dass das ganze Boot das hört und das möglichst synchron gepaddelt wird. Wir machen Drachenboot, um das im Grunde genommen so als Teambuilding laufen zu lassen. Wir haben da vor 5 Jahren mit angefangen und haben uns dieses Jahr mal wieder dazu entschlossen, das mal wieder durchzuführen. Und werden we'll be right back.
auch mit den Kunden von Kieser Training. War eine super Aktion, hat sehr viel Spaß gemacht. Drachenboot ist einfach ein toller Sport, macht Spaß, besonders bei gutem Wetter, mit vielen netten Leuten. Ja. Ja, oh, nein, das ist einfach ein geiler Teamsport und wegen Weltfrieden.